Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu unserem Ferienurlaub Insel hier, Dingsbums. Urlaubsinsel. Zu unserem Cluburlaub. Cluburlaub, genau. Wir hatten jetzt die Nacht einfach mal offscreen weitergebaut und haben eigentlich nebenbei mehr geschlachtet oder wir haben immer, sage ich mal, die Fallen scharf gestellt, weil es immer wieder Kannibalen kamen, die einfach in unsere Fallen rennen wollten und sterben wollten. Das heißt, wir werden diese Folge auch nochmal weiterbauen. Ja, aber ich glaube, ich werde zwischenzeitlich nochmal ein bisschen jagen gehen. Ja gut, das kannst ja machen. Also ich will oben den Baumhaus da fertig haben, diese Plattform, weil viele haben sich hinter diese Mauer versteckt quasi, dass man die von oben beschießen kann. Und ich wollte noch meine Knochenrüstung fertig machen. Moment. Ja, aber es war schon lustig, dass quasi immer sind da Leute gekommen und sind in die Fallen gerannt. Wir mussten dann die Leichen entfernen, Fallen wieder scharf machen. Und damit waren wir eigentlich die ganze Nacht beschäftigt. Ja. Also ich habe zwei Bäume noch fällen können, aber das war's. Ich war eigentlich tatsächlich fast die ganze Zeit damit beschäftigt, nur zu Fallen wieder aufzustellen und ich habe ein paar Schädellampen sozusagen gemacht, weil ich möchte ein gut beleuchtetes Areal haben, auch wenn ich weiß, dass Licht Zombies, Kannibalen, whatever anzieht, das weiß ich, aber ich möchte trotzdem einfach sehen. Was aber ich glaube auch, unsere Basis ist mittlerweile so groß, dass es egal ist, ob wir da noch 10 Lampen haben oder... Das glaube ich nicht. Das auch. Ist Latte. Warum hacken wir jetzt hier vorne auch den Wald weg? Die finden uns eh, also die wissen, wo wir sind. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass ein Leuchte-Kannibale quasi von den Bäumen hin und her gesprungen ist. Das sah cool aus. Aber sonst ist in der Nacht nichts Tolles passiert. Und wir dachten uns, okay, warten wir, bis man wieder was Vernünftiges sieht, bevor wir hier genau. Die Aufnahme starten. Achso, der Baum fällt. Ich hab gewundert, ist hinter mir irgendwer? Aber wie gesagt, die Plattform kriegen wir heute noch fertig und dann bauen wir vielleicht noch eine Falle. Garantiert. Was ich bisher nicht gesehen habe, ist, dass sie über die Mauer geklettert sind. Sie sind meistens immer bei den Fallen irgendwie so zwischenrein. Mhm. Ich habe auch gesehen, einer ist vorbeigelaufen, hat die Falle ausgelöst und ist dann rüber. War ein bisschen clever, das. Oder so, die. Ich weiß auch, dass ich für Essensbeschaffung, ich könnte einfach an den Strand gehen und ein paar Dings hier töten. Wie heißen sie? Schildkröten. Schildkröten, aber ich dachte mir, vielleicht findet man irgendwo doch noch Rehchen. Rehchen oder Kaninchen brauchen wir vielleicht auch. Ja. Ich glaube, wir müssten eine Kaninchenfalle außerhalb unseres Dingens aufstellen. Ja, irgendwo, wo Gestrüpp ist, ne? Wo grün ist. Ja, ja. Und davon haben wir ja nicht mehr allzu viel bei uns. Und am besten das Vieh, was drin ist, gleich erschießen. Ja, okay. Ja. Weil wenn du die Falle aufmachst, ist mir letztes Mal ja auch dieser Lego. Ja, da hat man das Viech dann in der Hand und dann hat man es. Baumfeld. Stöckerchen sammeln. Okay, das ist Besuch. Die hat sich aber gerade gefreut. Der Wagen ist voll. Ach. Hier ist ein Höhleneingang. Ja. Aber da sind wir schon mal rausgekommen. Du hast die Tür zugemacht, okay? Ja. Außen zwei. Hallo. Oh, Kaninchen. Bleib stehen. Falle ausgelöst. Bleib stehen, du Hoppelgedicht. Okay, bleib da. Uhu. Scheißvieh. Okay. Geht das Spiel wieder los? Dann nehme den Kannibalen. Bringe ihn zum Feuer. Juhu, Kaninchen getötet. Mache das Feuer an. Lege Kannibale drauf. Dadurch ist. Oh, einer hat's geschafft. Wo hast du meinen Pfeil? Hey, Häuptling. Hast du deinem Gesicht? Ich wage zu behaupten, dass diese Hasen. Zwei Kannibalen sind reingekommen. So. Die
frech. Oh, ein Katana. Er ist ja gerade rausgerannt. Ich weiß nicht. Er ist rausgerannt, hat die Falle ausgelöst, aber lebt noch. So ein Arsch. Ja, warte mal, ich löse die Falle, ich mach die Falle wieder scharf. Nimm den Bogen, schieß ihn in die Fresse. Mach ihn sauer. Ey, der hat die Falle überlebt. So ein Sack. Der hat auf dem Bäumchen. Exakt. Hier müsste doch irgendwo mal ein Pfeil liegen. Ja. Komm ich hier durch, ne? Sackgesicht, ey. Vier Leute haben mich angegriffen. Und eine Falle hat gleich zwei auf einmal getötet. Also ich glaube, wir sollten Online-Handel machen. So Versandhandel, Knochen. Menschliche Mutantenknochen. Wer will welche? Affiliate-Link ist gleich unter den in den Kommentaren im Video. Wir schicken euch die Knochen der Kannibalen. Oder Schädel. Echte Kannibalenschädel. Also viele, wie jetzt kommen, auch die Nacht. Ich bin ja nur beschäftigt mit den Fallen aufstellen und Leichen einsammeln. Oh, ich habe mir jetzt gerade noch mal ein paar Pfeile gemacht. Ja, müsste ich wahrscheinlich demnächst auch wieder machen. Juhu, ich habe noch ein Kaninchen erlegt. Pfeil. Das ist ein guter Pfeil. Nimm den Pfeil. Auch bestimmt noch. Ja, Hartfälle hat man ja knapp wie irgendwie nur ein, zwei bekommen, ne? Das ist. Naja. Die Schwupps, oder? Wieder. Ne? Oh, das ist schon richtig Arbeit hier. Hm. Fallen aufstellen, Kannibalen einsammeln. Ja. In einer Tour, ne? Wir könnten auch aus den Knochen irgendwie, ach, das ist noch gar nicht verbrannt hier, Junge. Ja, was könnten wir aus den Knochen machen? Ja, vielleicht so Messergriffe schnitzen oder, so richtig Handwerksarbeiten machen, weißt du? Knochenschnitzereien. Genau. Können wir uns Würfel schnitzen? Hätten wir ein Würfelspiel für lange Abende? Genau, so Wikinger-Fans oder sowas, die mögen sowas auch bestimmt. Bist du ein Kaninchen? Die tauchen immer aus dem Nichts. Also, ich hab hier echt, es ist echt eine gute Geschäftsidee. Echte Kannibalenknochen. 100% Bio-Anbau. Von freilaufenden Kannibalen. Ja. Stimmt. Und sterben schnell. Also hier die Fallen sind so schnell wie ein Bolzenschussgerät. Also kann keiner sich beschweren. Also humane Tötung. Human, ja, sehr human. Bin ich auch. Ah, die haben mir trotzdem ein, zwei Rüstungsteile abgeschlagen, die Schweine. Naja, Gott sei Dank haben die gleich Knochen mitgebracht. Bin ich ja sehr nett von denen. Die Arbeit macht echt einen hungrig. Ne? Muss ich erstmal gleich wieder was essen. Yay, noch ein Hasenfell gesammelt. So, alle. Ne, hier ist eine Falle, die ist nicht. Ich habe keinen Ast mehr. Juhu, noch ein Hasenfell gesammelt. Schon vier Hasenfälle, Heinrich. Oh, und ich kann keine Hasen mehr tragen. Ja, dann bring die doch erstmal nach Hause. Ich habe gerade noch einen Vogel erlegt. Kleines Fleischstück. Na gut, dann komme ich erstmal nach Hause. Vielleicht läuft mir ja noch ein Rehlein über den Weg. Ja, und dann Kannibale. Ich möchte ja Fleisch. Eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen fischen. Also ich wollte ein paar Fische mitbringen. Ich habe bis jetzt aber tatsächlich erst einen einzigen Fisch gefangen.
Weil Fische kann man auch immer so schön trocknen und essen. Ja. Ich meine, gut, im Zweifelsfall geht man nochmal an den Strand und dann kommen innerhalb von kürzester Zeit Schildkröten. Also so ist es ja nicht. Aber immer Schildkröten. Du musst doch auf deine Ernährung achten. Du kannst ja nicht immer dasselbe essen. Ja, deswegen habe ich auch Kaninchen. Echsen habe ich gesammelt. Ein kleines Fleischstück vom Vogel. Aber so ein bisschen Wildbret hätte mal wieder was. So, Plattform gleich mal testen. Kann man sich hier oben hinstellen. Und naja, man sieht die Mauer. Man kann so ein bisschen drüber gucken. Da, die Bäume müssen rein. Da drüber könnten die noch kommen, die Schweine. Das machen wir mal gleich. Stimmt, unser SOS ist ja auch noch hier. Habe ich schon ganz vergessen, dass wir mal hier hingeballert haben. Du hast das da hingeballert. Ja, ich hatte keinen Bock, das am Strand zu bauen. Ach, ich bin ja schon zu Hause. Ich bin gerade auf der Kannibalenseite. Habt ihr was Schönes für mich? Oh, danke, dass ihr für mich ein bisschen Stoff trocknet, Jungs. Finde ich sehr zuvorkommend. Ja, Stoff kann man immer gebrauchen. Also. Ja, ja, deswegen dachte ich mir. Und die haben hier noch ein bisschen was auf der Wäscheleine hängen. Bumm. Mach mal ein bisschen Totems kaputt von denen. Oh, Schädel. Apropos Totems, vielleicht können wir auch noch welche bauen. Hält das die Kannibalen von uns ab? Ja. Vielleicht, keine Ahnung. Oh, erstmal ein. Also ich glaube, ich müsste irre genug dafür sein mittlerweile. Du wirst das davon entfernen, Mann. Holzbötchen können wir auch mal bauen. Oh, ein Bötchen. Guck mal. Hier können wir so einen großen bauen. Markiere einfach mal welche. Komm mal ein paar. Das soll mal so jeden einmal bauen. Hier am Strand hätte ich gerne die Kopf. So, da kommen sie aus der Richtung. Hier ist ja der Weg. Bauen wir hier. Gehen mit den Arm. So, warte, brauchst du da irgendwas, dass ich da schon drauf packe? Ich habe gerade noch so viel Zeugs bei mir. Aber brauchen wir immer was, ne? Ich glaube, den hatten wir. Ne? So, dann haben wir jeden Totem irgendwie einmal. Okay. Stöcke, Beine, Arme, Köpfe, alles brauchen wir. Das heißt, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Kannibalen zerschlachten. Okay. Weil bei den einen brauchst du halt Arme, Beine, Köpfe. Also dann müssen wir uns echt die Kannibalen jetzt nicht mehr verbrennen. Da muss noch ein Kopf drauf. War ich fertig, das Ding. Hab ich auch nie gehabt. Nee, ich habe hier gerade gebaut. Da brauchst du halt ein eigenes Totem. Ach, da kann ich jetzt Köpfe und Arme dran machen, wahrscheinlich. Unendlich. Okay. Ja, müssen wir. Die Nacht werden wahrscheinlich wieder viele Kannibalen kommen, Alter. Da mache ich mir keine Sorge. Ja, ich gehe gleich nochmal ein paar Dingsfersen, vielleicht Schildkröten erlegen. Mach das. Bitte noch einen Baum hacken und dann baue ich auch hier nochmal eine Falle. Okay.
Ja, wir haben heute mal wieder Verteidigung pur. Ja, tut mir leid, es macht einfach Spaß. Ja, wenn ihr uns gerne mal irgendwie auf ein Himmelfahrtskommando schicken wollt, macht mal. Ja, macht mal. Wohin denn? Ich finde nicht. Weiß nicht, das verlassen wir euch. Wir haben ja noch eigentlich ein paar Höhlen vor uns, ne? Oder einige. Ja, Gute, ja. Wir könnten auch so ein bisschen in den Norden mal gehen und gucken, dass wir da ein paar Waschbären sozusagen erlegen, damit wir was Warmes zum Anziehen kriegen. Ja, aber ich glaube, ich glaube, Waschbären oder Wildschweine, irgendwelche Viecher habe ich so ganz selten gesehen. Ja, einen Waschbären habe ich ja geschafft zu erlegen, als wir uns abgewandert haben. Oh, da kommen schon die Schildkröten. Also Winterklamotten, das war echt übel damals zu kriegen. Das hat echt genervt. So. Weil das hier so schön ist, bauen wir gleich hier vorne eine Falle. Der Baum soll nie wieder kommen. Ich meine, hier in der Ecke, wo ich gerade bin, war es bisher kaum, aber... Sprengstofffallenbaum war auch, aber nicht direkt am Lager. Ach, ich kann nur 4 Fleischstücke tragen. Na gut. Die Schlingfalle könnte man mal bauen oder eine Steinwurffalle. Nee, da brauche ich einen Baum für. Ach ja, da ist ja noch mein veränderter Wagen. Bauen wir mal hier hin, die einfach mal, dass wir sie gebaut haben. Können wir jetzt hier die Schlingdingsbums bauen? Ja, dann bauen wir die Schling. Schlingdingsbums oder die Schlingdingsbums? Schlingdingsbumsfalle. Hier habe ich ein Bäumchen. Jetzt ist hier keine große Kunst. Einfach mal hingeballert. So, unsere Nahrungsdinger sind auf jeden Fall wieder etwas beladener. Und dann gehe ich mal wieder Bäume. Ja, ja, für das Dach, ne? Genau. Kümmern wir hier noch um die 2 Fallen, dann haben wir auch fast alle Fallen gebaut. Also Sprengstoff, das bauen wir ein bisschen weiter weg. Besser ist das. Ich glaube, eine Sprengstofffalle baue ich auf dem Weg zum anderen Lager. Weil ich das Gefühl habe, dass die da lang kommen. Das heißt, dann dürfen wir da einen Weg nicht nehmen. Dann müssen wir uns mal merken, wo die Fallen sind. Okay, auf jeden Fall. Sonst krepieren wir an den Fallen. Ach, und der Baumstumpf muss auch weg. Ups. Axt war auf 3. Vogel. Tiefflieger-Attacke, ey. So. War das? Brauche ich noch ein bisschen... Was muss ich aufpassen, in welche Richtung ich fällen darf? Ich will ja nicht den Heinrich machen. Ja, ich habe es letztes Mal nur gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Das war das eine Mal, oder vorletztes Mal. Das war nur ein Beispiel. Ja? Ich glaube, einen Stamm brauche ich noch. Ach, ich habe noch einen auf dem Wagen. Ja. Zehn Steine. Hatte vorhin... Hatte ich hier irgendwo massig Steine rausgeworfen. Ja, hier liegen sie. Ich glaube, jetzt kann ich eh nicht mehr nehmen. Aber ist ja egal. Gehe ich gleich wieder 5 Meter, aber dann haben wir auch diese Steinfalle fern. Sehr schön. Hier. Ein Seil. Kriegen wir locker noch fertig. Ich glaube, wenn wir sowieso die Sprengfallen gebaut haben, dann müssen wir sowieso in die Höhlen rein, weil dann brauchen wir wieder Platinen und so ein Zeug. So, ich weiß nicht, was die auslöst. Achso, Seil löst die aus. Damit ich nicht außen rumgehen kann. Oh. Zack. Zack. Die Fallen, die ich glaube, die nicht so am besten sind, habe ich auch nochmal gebaut.
Okay. Aber von hier kamen sie jetzt aus dieser Ecke, haben die Ecke haben sie ja meistens nicht angegriffen. Meistens schon so aus der Richtung, da wo Mathilde ist, und aus der anderen Richtung, wo ich gerade hingucke. Da greifen die meistens an. Aber jetzt brauchen wir nur Körperteile. Das heißt, die nächsten Leichen müssen wir zerhackstückeln. Also nicht verbrennen. Nee, dann müssen wir so ein bisschen Walking Dead Style machen. Okay. Geht jetzt auch schon die Sonne unter? Ja, mal wieder. Tut sie ja nie. Naja, ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal los. Was ärgert mich, dass ich versucht habe, da das zu bauen, weil jetzt ist da so eine Wand, die ich da nicht mehr wegge. Voll nervig. Ich hack noch mal ein, zwei Bäume, aber ich glaube nicht, dass ich das Holz einsammeln kann, weil dann wieder Kannibalen kommen. Also. Nein, nicht nach da. Okay. Hast du schon wieder was zerstört? Nö, er ging aber nicht dahin, wo ich wollte. So. Ich hab nichts erwischt. Na, dann ist ja gut. Oh, ich freue mich so mega auf Teil 2. Ja, aber ich finde die Grundidee von der Story, muss ich sagen, bei dem hier besser. Jetzt hier meinst du jetzt? Ja. Aber der Teil 2 hat dieselbe Grundstory. Du bist auf einer Insel und stürzt halt ab. Ja, du bist mal wieder irgendwie ein Soldat. Ja, aber Waffen wirst du ja kaum haben. Ich finde Waffen, finde ich ganz gut, dass die drinne sind. Weil die ja, das finde ich auch okay, aber hier finde ich es ja eigentlich schön, dass man halt auf der Suche nach seinem Sohn ist und man ist halt einfach ein normaler Vater. Ja, das ist okay. Und dann ist schon wieder irgendwas mit irgendwelchen Soldaten, irgendwelche Spezialeinheiten. Das finde ich einfach nervig. Aber wie die Story hier ist, weißt du, oder? Hier? Ja, in diesem Spiel. Wenn man sucht seinen Sohn. Ja, gut. Also wir müssen es ja nicht spielen. Also wir müssen die Story ja nicht spielen, aber du kannst sie ja gerne mal, gibt bestimmt ein YouTube-Video oder so. Da kannst zum Beispiel dir, von dir. Ja. Kannst du dir gerne nochmal angucken. Ich würde sagen, das mit dem Militär ist eigentlich naheliegend. Aber ja, du hast recht. Also normale Leute kann man natürlich auch mal besser spielen. Aber das ist halt, ist halt was anderes. Ja, weil es ist immer doch irgendwie eine Militärsache, immer irgendwie eine Spezialtruppe. Aber wie gesehen, ich fand halt doof, du kriegst hier in diesem Spiel eine Schusswaffe. Das ist eine alte Pistole von irgendwelchen Piraten, die hier als Schatz vergraben wurde an 8-9 Stellen. Und dann suchst du die zurecht, hast aber gefühlt nur irgendwie 10 Schuss und musst halt immer nachladen. Also wenn ich eine Waffe habe, dann möchte ich aber nicht nach jedem Schuss nachladen. Das war dann nämlich so, wenn mehrere Kannibalen kommen, kannst du einen damit versuchen, in den Kopf zu schießen und dann kannst du eigentlich schon eine andere Waffe nehmen. Okay, das ist die auch ein bisschen witzlos. Und ich denke mir, die werden das, also du kannst Schusswaffen einführen, du kannst ja auch die selten machen und auch die Munition selten, aber dann wirst du dementsprechend auch mehr Gegner oder andere Gegner halt in die Welt laufen lassen, ja, damit ja mit sich das wieder ausgleicht, weißt du? Das ist ja klar. So, wie ich eigentlich gerade die ganze Zeit tun, das ist doch nervig. Und jetzt, wo wir aufnehmen, kommt gerade keine Sau vorbei, ja? Einen Baum hack ich noch. Damit das Wägelchen wieder voll ist. Warte, hier muss ja noch fertig gestellt werden. Da muss ich auch was essen. Du hast Hunger. Finde etwas zu essen. Das ist echt krass, ich habe also noch keinen Hunger, aber ich habe heute noch gar nicht gefunden. Hm. Und es ist Mittagszeit. Und ich habe keinen Hunger, aber dafür habe ich bisher nur 2 Kaffee und ein Cappuccino getrunken. Ja, wir dachten uns, wir nutzen mal ausnahmsweise den Mittagsschlaf vom Kind aus. Genau. Statt den Abendschlaf. Ja, wenn man halt ein Kind hat, muss man mal gucken, wann man zocken kann. Ja, ja. Da gibt es ja immer noch so was anderes Leidiges, das man auch noch machen muss.
Das leidige Zeug, das mit H anfängt. Ja, brauchst nicht mehr reinsprechen, ich weiß, was du meinst. Das hab ich schon vorher nicht. Ich war ja auch keinen Bock drauf, aber ja, das sind Sachen, die man immer machen muss, ne? Ja. Vielleicht sind wir ja irgendwann mal so berühmt wie Gronkh oder so. Dann? Monte. Oh, ich glaube, da sind ein paar. Ich habe da gerade irgendwie Schatten gesehen. Ja, wenn man halt die Geld verdient mit YouTube und so, dann kann man sich eine Hauswirtschaftskraft oder so eine Putzkraft leisten. Weil ich hasse Hausarbeit. Ich auch, aber ich weiß auf jeden Fall, wie das aussehen wird, bevor das erste Mal hier professionell gereinigt würde. Ich würde wahrscheinlich erstmal selber das Haus komplett sauber machen. Ja, man will, dass es halt ordentlich ist. So wie bei den Simpsons. Marge, sie haben eine professionelle Hausreinigung gewonnen und dann putzte da erstmal 2 Wochen lang vorher das Haus. Es wird auch so sein, wenn irgendwelche YouTuber quasi so eine Hausführung machen. Wir brauchen noch die ganzen Balken. Haben wir Beine? Wofür brauchen wir 5 Dämmer? Ist das ja dann fertig? Irgendwie ja, warum auch immer. Irgendwie. Hä? Ah, da haben doch voll viele gefehlt. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt, aber. Hä? Das muss ich mir im Video nochmal angucken. Also, ich habe es nicht fertiggestellt. Ich habe es gerade fertiggestellt, aber es haben irgendwie noch 40 gefehlt oder so. Nee. Ah, da sehe ich eine Außenwand, die noch fehlt. Das sind die 5, die noch fehlen, ne? Ja, die kriege ich da irgendwie nicht mehr weg, weil ich da nicht dran komme an die Stelle. Voll doof. Ja, das habe ich jetzt aber auch nicht gerafft. Das muss ich mir später nochmal angucken. Nee, also ich hatte tatsächlich das schon so weit immer wieder vervollständigt, dass da nicht mehr viel gefehlt hat, tatsächlich. Das hast du gar nicht mitgekriegt, das habe ich so nebenbei gemacht. Ja, ich habe ja auch schon nebenbei hier irgendwas hingeballert. Dann packe ich auch noch 2 Köpfe hin. War sogar Licht. Dann können wir hier innen drin noch irgendwelche Regale aufbauen. Ja, oder? Ich wollte da auch eigentlich noch ganz gerne einen Kamin hinsetzen. Ja. Aber dafür wollte ich halt erstmal das Dach fertig haben, damit ich das vernünftig machen kann. Ah ja, hier sollte Lagerstätte sein. Hier können wir nochmal 1-2 Regale bauen. Jetzt habe ich hier noch einen Wagen voll mit Stämmen. Ja, ich auch, so ein bisschen. Aber die kriegen wir gleich hin, wenn wir hier so ein... Ja, ach, das kriegen wir so ein Holzregal, brauchst ja 8 Stämme. Das ist, kannst Tische bauen, Stühle aus Knochen. Hier ein Kronleuchter aus Knochen, Bilderrahmen. Oh ja, siehst du, ich wollte den Kronleuchter da noch in unser Wohnzimmer packen. Ich suche gerade erstmal die Regale. Kannst ja bisschen... Ja, ich bin für die Inneneinrichtung zuständig. Mach mal Inneneinrichtung, aber ich will trotzdem noch 1-2 Regale haben. Mal hier quasi. Ja, ich komme gleich. Oh, der ist ja dann so weit oben. Na gut. Mal ja hier so. Mal 1. Bin mal gespannt, wie viel Licht der Kronleuchter da oben macht, so hoch wie der hängt. Ist das falsch rum? Anna. Auch wieder 16 Stämme. So, wir haben. Scheiß Feuerstelle. Erst kommt sie voll gut und kaum habe ich die so, dass ich sie positionieren will, wird sie mir nur noch in Rot angezeigt. Voll zum Kotzen. Schade, die Falle ist ausgelöst, aber kein Kannibale drin. Da hinten. Die Falle steht hier irgendwie doof. Irgendwie kommen die immer dran vorbei. Falle geschlossen ist, ist ja echt wieder das Loch. Da müssen wir doch mal gleich eine Steinwand setzen. Geht so nicht. Nee, da gefällt mir die Feuerstelle nicht. Auch nicht, lass mich nochmal durch. Wenn mal hier so. Da könnte man schön die Feuerstelle setzen. Jetzt tickst du wieder rum hier, ne? Ah, jetzt. Mal gucken. So.
hier nebenbei Steine sammeln. Ja. Nein. Musst du abreißen. Dann hole ich mir erstmal meinen neuen Freund. Ich will mal kurz Lebensfeuerchen. Mal Feuer an. Locken mal ein bisschen mehr Kannibalen an. Wenn wir ein bisschen Geld draufschmeißen, dann locken wir sogar die Banker. Okay, jetzt ist die Feuerstelle zwar ein bisschen schief, aber egal. Du, dann nehmen wir mal einen Hackebeil. Oh, jetzt brauchen wir ganz viele Steine. Ganz viele Steine. Hast du eine Steinmauer gemacht? Nein. Ein Arm? Ein Ofen. Wie viele Steine brauchen wir? Tür! Zwei Arm? Noch 63. Ein Köpfchen? Ein Beinchen, bleib mal stehen. Chupi Chop habe ich irgendwie freigeschaltet. Ja, wo biegt denn das Beinchen hin? Und den Rest kannst du immer noch verwerten, das ist ja cool. Mal gleich wieder ein, zwei, das Defall des Bodens. Ein, zwei Knochen gleich wieder zum Verkaufen. Hm. Aschenbecher aus Knochen könnte man auch machen. Okay. Könnte man vielleicht auch, aus dem Skelettkopf, quasi einen umgedrehten Skelettkopf. Wie wär's mit einem schönen Schädelservice zum Trinken? Ja. Dann trinken wir Kalver aus dem Schädel unserer Besiegten. Genau. Ich dachte gerade, ob man vielleicht auch daraus auch eine Vase bauen kann aus Knochen oder so, für die Frauen. Warum für die Frauen? Für Valentinstag. Ganze Blumen verschenken. Gleich mit so einer Knochenvase. Ich kenne keinen Mann, der eine Vase braucht. Trotzdem. Jetzt muss man gleich die Körperteile loswerden und fangen die an zu stinken. Baue ich jetzt hier was dran? Oh, unsere Kaninchenfalle war erfolgreich. Ausrüsten. Okay. Ausrüsten. Dann kannst du den so machen. Okay. Du nimmst dir hier so ein Beinchen. Kannst du so lang. So, weißt du, was mich jetzt gerade so ein bisschen ärgert? Ja. Wir haben jetzt zwei Wagen voll mit Stämmen und jetzt brauchen wir keine Stämme. Das ist ja cool. Was ist cool? Ach so, nee, was du meinst mit den Stämmen? Ich bin ja gerade noch so ein bisschen am Design. Ach so. Ich bin gerade enttäuscht, dass nur so wenig Kannibalen kommen. Ja. Oh, der geht ja durch die Decke. Es wird schon wieder hell. Oh, da kommt ein Kannibale. Ich habe gerade einen gesehen. Oh. Ah, hier brauchen wir noch mal. Machen wir die Tür wieder zu? Praktisch. Sind einfach nur neidisch auf unser schönes Haus. Ah, der kommt da durch. Ah, danke. Jetzt weiß ich, wo die Lücke ist. Dann machen wir auch noch eine Wand vor. Oh, ich habe die Falle kaputt gemacht. Scheiße. Oh, Heinrich. Ich habe ihn geschlagen, dann geht die Falle kaputt. Ist auch irgendwie lame. Oh, wie lange geht denn unsere Folge schon? Gibt noch. Okay. Ich frage nur nicht, dass es zu lang wird. Hier ist nichts so lang. Jetzt muss ich hier die Leiche gleich wieder verwerten. Natürlich. Denk dran, wir wollten Leichen zerhacken, weil wir Beine uns so brauchen. Ja, ich weiß. Du kannst die Leichen zerhacken und den Rest dann auf den Torso auf den Körper schmeißen. Auf den Ofen schmeißen. Dann kriegst du auch nochmal ein, zwei. Okay. Das ist hier ein richtig System hier. Okay. Hier können wir gleich noch eine Falle bauen. Gut. Ja, du bist unser Fallenbauer. Ja, ich muss auch hier zerhacken. Ich bin auch der Zerhacker. Okay, oder ich habe machen, ein Regal fertig. Machen die Wand hier einfach zu. Weil die Falle war eh scheiße. Gut. Wir machen hier zu. Komm. Okay. Brauch mal wieder zig Steine, dann weißt du, was du echt sammeln kannst. Ja, ich mache jetzt hier gerade die Wagen leer.
für die Regale, weil ich auch Steine für meine Feuerstelle brauche. So, ich zerhack dann erstmal wieder. Naja, zerhack mal. Ah! Oh, mach Platz, ey. Danke für deine Hand oder den Arm. Also ich, das ist ja auch noch ein Trockengestell. Also ich finde das wirklich gut, dass man die wirklich so verarbeiten kann. Das finde ich auch. Das keine Ressourcenverschwendung. Richtig. Wird alles genutzt. Übrigens, wir hatten ja die Hoffnung, dass wenn wir so einen schönen Weg haben, dass da kein Unkraut mehr drauf wächst. Der ist hier ins Wasser gefallen. Pustekuchen, auch auf dem Weg wachsen Büsche. Voll nervig. Ja, die haben wir schon letzte Folge im Offscreen abgearbeitet. Diese Folge. Ja, das war... ja, wir sind immer noch bei der ersten. Glaube ich. Also, da auf den. Hä? Du bist krank? Heinrich, nein. Weh. Aber das Kannibalenschlachten macht mich gerade ein bisschen happy. Na dann ist ja gut. Kann nur einen Kopf nehmen. Du. So. Zwei Regale sind fertig. Oh. Und ich gehe jetzt Steine sammeln. Ein Dings ist da übrigens noch über ein Dings halt. Dings? Ein Baumstamm. So. Ah. Dings eben. Du. Zwei Knochen bringt so ein Torso noch. Okay. Ach Mist, das Tor ist ja zu. Lass dir das Tor mal auf, ne? Jo. Ich hab mich gerade schmutzig gemacht. Hä? Also ich wahrscheinlich, ja, weil ich die ganze Zeit hier am Kannibalenschlachten bin. Nee, ich habe gerade irgendwie mich mit Schlamm geschmiert. Ah, das geht auch, damit kannst du dich tarnen. Oh! Was ist denn auch? Heinrich? Oh, was ist da? Oh! Das ist eine Falle, die ich gerade selbst ausgelöst habe. Ja, die ist vielleicht bei uns in der... Kann ich Basis wieder vielleicht nicht machen? So geil? Ist nicht in der Basis. Achso, okay. Aber wie kann ich die wieder schaffen? Aber ich habe gerade nur eine Rüstung verloren und das geht eigentlich. Ich lebe noch. Ich musste schon wieder was essen. Ich war doch erst jagen. Nur ich glaube, ich bin gerade am Strand. Da... mache ich doch mal ein paar Schildkröten. Nur am Fressen Steaks. Ist der Typ hier. Mach ich noch mal ein paar Schildkröten-Sticks, wenn ich eh schon mal am Strand bin, ne? Jo. Und er brachte nur einen Knochen. Natürlich traurig. Oh, da kommen sie auch schon angeschwommen. Schildkröten oder Kannibalen? Schildkröten. Kannibalen können nicht schwimmen. Ach, drei sind da, vier sind da. Ich kann allerdings nur vier Fleischstücke tragen. Also unten die Trockengestelle sind auch fast alle. Das ist ja... Uiuiui. Ja, ja, deswegen. Aber ich muss mich trotzdem... Ich kümmere mich um die Mauer. Also ich gehe jetzt Steine sammeln und... Ja, ich bin doch auch gerade dabei, Steine zu sammeln. Achso, du sammelst Steine. Okay, dann gehe ich... Und ich dachte mir halt, da ich eh am Strand bin, kann ich auch gleich noch zwei Schildkröten töten. Super Gedanke. Nee, dann gehe ich jetzt auch jagen. Okay, weil ich war ja auch schon...
Ja, aber wir haben immer noch Trockengestelle, die sind frei. Und ja, ich bin weiß. Ja nur am Fressen hier. Ja, ich futter auch wie ein Scheunendrescher irgendwie. Keine Ahnung. Aber deswegen dachte ich mir, wenn ich sowieso am Strand bin, um Steine zu sammeln, dann kann man ja auch jedes Mal, wenn man einmal am Strand ist, zwei Schildkröten erlegen und dann hat man wieder vier Stück Fleisch. Ja, alles gut gedacht. Kein Problem. Das war ein Vieh. Brauchen wir einen Pfeil. Kommt, geht dann Kannibale genau zu meinem Essen hin. Oh. Fünf Kannibalen gehen zu meinem Essen hin. Fünf Kannibalen? Jo. Klingt schon wie Graf Zahl. Zwei Kannibale. Drei Kannibale. Vier Kannibale. Fünf Kannibale. Ja, was kann ich denn, wenn die zu meinem Essen laufen? Ich habe da gerade nur einen gesehen. Ah, okay. Hat mich gesehen. Ich bin weg. Wir kriegen gleich Knochennachschub. Perfekt. Aua. Ah, hier ist noch Entschuldigung! Offen. Hier ist noch offen. Ich kletter mal hoch. Bin weg. Solche kleinen Kannibalen. Ach so. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass du da angelaufen kommst. Ich habe nur den Kannibalen gesehen. Und hab den lieber vor. Und von hier oben die direkt unter mir. Ich kann die nicht beschießen. Ja, ich weiß. Sie sind hier bei mir. Ja, ich geb Deckung. Das sind viele, ne? Ja, das sind jetzt doch ein paar. Okay, einen habe ich zerballert. Ja, weil das Loch ist ja offen da. Scheiße. Okay, einer ist noch weniger, der ist durch die Falle gelaufen. Noch weniger. Der hat zwei Fallen ausgelöst. Jetzt ist es nur noch einer. Ja. Einer draußen auf jeden Fall und einer drin. Ah, der löst alle Fallen. Achso, der ist hier drin. Die Mauer muss. Hin. Die Mauer muss hin. Ach, da ist er. So. Gut. Dann, Mauerbau geht vor, glaube ich, erstmal. Dann kümmere ich mich hier um die Leichen. Und den werfe ich hier mal zur Seite. So. Ja, hau sie mir mal alle hin, ja. Weil ich wollte den jetzt nicht einmauern. So, bitte Mauer draufsetzen. Ja, mache ich sofort. Warte. Und weiter. So, wir brauchen nur noch 13 Steine. Ich nicht mehr. Hier ist auch noch eine kleine Mauer. Ja, okay, aber erstmal die ist nämlich echt erstmal die wichtige Mauer. Ja, ja, damit sie nicht mehr reinkommen. Die Mauer ist eigentlich auch nicht unwichtig, weil sie genau bei der nämlich dann, wenn die Falle ausgelöst ist, ja reinkommen. Hm. Arschlöcher. So, ach so, ich wollte ja noch was aufs Trockengestell packen. Wollte einfach nur ein bisschen jagen. Aber naja, so ist das Leben. Kommt immer was dazwischen, ne? Mhm. So. Dann habe ich hier den nächsten zum Zerhacken. So, dann gehe ich wieder an den Strand, Steine sammeln und dann töte ich gleich die nächsten Schildkröten wieder. Ja. Oh, Heinrich der Schildkröte. Oh, ich habe genug Beine, die kriege ich gar nicht mehr weg hier. Schwupps.
Lego. Auch sonst kriegst du noch eine Mahnung. Wortsalat. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen Fallen aufbauen. Und Körperteile loswerden. Okay. Ach, da ist auch einer drin. Überall hängen die. Überall. Kommt her. Krötis. Da kommen Arme hin. Oder kommt ihr jetzt nicht, weil hier noch die Leichen eurer Vorgänger liegen? Okay. Hab noch Beine im Angriff. Ne? Zwei Stück. Lecker. Ja, ich glaube, die brauche ich nicht mehr, die Beine. Hier brauchen wir Arme. Dann mache ich die hier noch dran, die Beine. So. Aber ich glaube, dann brauche ich keine Beine mehr abhacken. Die kann ich dann auch verbrennen. Okay. Ne, nur Arme und Köpfe. Okay. Gut. Ich glaube, die Schildkröten trauen sich gerade nicht. Müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen warten, bis die kommen. Aber die kommen schon. Ja, so geht ein Tag auf einer Insel auch an, ne? Ja, so sind schon viele Tage vergangen. Kannibalen einsammeln, verarbeiten. Ach, dass man auch immer nur einen Kopf mitnehmen kann. Das ist echt ärgerlich. Hallo. So, wo hast du noch eine Mauer? Hier, wo ich gerade bin. Warte, ich schwimme mit meinen Steinchen. Ich will nur aufpassen, dass ich in keine Falle laufe. Ja, die Falle ist noch nicht scharf da. Jetzt ist der Kopf weg. Lampe. Schon die Fliegen. Jetzt sind sie weg, weil ich die Leiche gerade trage, aber gerade waren so, da. Bitte, Mauer gefüllt. Oh, da war noch ein Pfeil. Mauer auch gefüllt? Ja. Cool. Mauer fertig. Weil ich habe die nur verlängert, weil wenn die Falle ausgelöst ist, dass die dann quasi nicht vorbeikommen. Das war so ein großes Tor quasi. Ja, dann muss ich die Ärmchen loswerden. Das heißt, hier brauchen wir nur noch Köpfe und Ärmchen brauchen wir da hinten und ich weiß nicht, was wir bei dem anderen brauchen. Eine Leiche hatten wir noch, ne? Ja, ich habe den Durchblick. Ich weiß, wo sie liegen. Ja, du hast die ja auch alle getötet. Du solltest wissen, wo sie liegen. Ich bin hier nur am Steinesammeln. Ich bin ein Brav. Okay. Und ich baue jetzt an meiner Feuerstelle weiter, damit wir ein gemütliches Heim bekommen. Strand gucke, ob da diesmal ein paar Schildkröten vorbei sind. Ärmchen und Köpfchen. Ärmchen und Köpfchen. Jetzt habe ich zu viele Ärmchen, Mist.
Lauf nicht weg, Köpfchen. Ich bin gleich wieder da. Ärmchen mal. Dann laufen wir mal hier hin und stecken da mal einen Kopf drauf. Zack. Und dann müssen wir hier lang laufen. Das ist fertig. Sieht gut aus. Fällt mir. Und hier muss ein Ärmchen dran. Dann wieder rein. Und dann die Leiche verbrennen. Knochen. Pfeile habe ich noch. Oh, ganz wenig Pfeile. Wie hat man die gemacht? Ich glaube einfach Federn nehmen und irgendwie. Federn und Stöcke. Wenig Federn und so. Ich sehe, da oben habe ich Bolzen, Armbrustbolzen. Man konnte echt eine Armbrust bauen oder finden? Anscheinend. Kann ich mich ja gar nicht mehr daran erinnern. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen Break. Ja, würde ich auch sagen. Sammeln wir nochmal eine Knochen ein. Ja, war eine gute. Ich finde, wir haben ganz viel geschafft. Wobei, hier fehlt mir jetzt eine Falle, aber die kann man direkt davor noch. Oder wir gucken erstmal, ob das so läuft, wie es. Irgendwie läuft schon. Ja. Ja, genau. Also, lasst doch mal gerne einen Kommentar da. Ein Abo, die es noch nicht getan haben. Und, Wo haben wir Schädel? Welche Schädel? Schädel. Keine Ahnung. Haben wir noch Schädel? Hast du noch zwei. Schädel? Kannst du auf dem. Ja, da ist ja noch der Kronleuchter, der gebaut werden möchte. Ach so, den hast du echt gebaut? Jaha. Ich habe gerade gesehen, so ein paar Möbel gucken unter der Decke durch. Echt? Ja, egal. Ich kann damit leben. Ja, fehlen trotzdem noch ein paar Schädel, zwei Stück. Ja, gut. Aber Knochen haben wir ja. Ja, oh, ich dachte, das schick. Ja, fand ich nämlich auch, dass das so ein bisschen gemütlicher wird, ne? Ja, so ein Rehfell hatte ich noch. Baumstämme. Wir können noch Timmys Bilder aufhängen hier, ne? Also, echt? Ja, wir mussten einen Bilderrahmen setzen und dann kannst du seine Bilder da reinpacken. Okay. Gut, aber das machen wir alles nächstes Mal vielleicht oder wir kundschaften nächstes Mal oder wir machen irgendwas ja. Nächstes Mal. Ich würde sagen auch, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen unterwegs nächstes Mal. Sind. Ja, ich glaube auch. Wie gesagt, das nicht nur bauen. Lasst mal einen Kommentar da, ein Abo und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.